Herzlich willkommen zurück, meine lieben Mighty Knights, zu einer neuen Folge World of Warships. Und heute mit dem Fünfer Zerstörer Minikase. Und ich begrüße ganz herzlich den lieben Rein und Weg. Ja, moin. Auch in der Minikase. Und den lieben Skilpi. Ja, moin. Der Yahagi, so ähnlich. Ja, Geschichte? Rein und Weg? Ja, Geschichte. Ja, die Geschichte. Die Minikase-Klasse sind 15 Einheiten gebaut worden am Ende des Ersten Weltkrieges von 1918 bis 1922. Ja, die Dienstzeit endete für die meisten Schiffe 1945 oder schon ein bisschen früher, weil sie versenkt worden sind. Also alle 15 Schiffe sind nicht mehr im japanischen Besitz gewesen, wurden entweder versenkt oder sind an Britannien oder China abgegeben worden nach dem Ende des Krieges. Ja, aber das ist halt bei den Schiffen dieser Größe nicht ungewöhnlich, und da sie auch ein bisschen älter waren, waren sie halt auch nicht mehr so wirklich kampftauglich. Jo, dann rutscht man schnell mal in die Ausrüstung, ne? Kommen wir zur Ausrüstung von der Minikase. Ja, netter kleiner Zerstörer. Der liebe Rein und Weg spielt ihn sehr gerne. Ich habe ihn noch nicht gespielt. Ich habe ihn nur aufgebaut. Und ja, heute ist meine Premiere. Kennt ihr ja schon von japanischen Schiffen. Ich bin da eher so Kreuzerfahrer und Schlachtschifffahrer. Aber die Zerstörer, naja, wir geben trotzdem unser Bestes. Also, Ausrüstung, Verbesserung haben wir drin. Hauptbewaffnungsmodifikation 1. Schon wie jeden, habe ich schon ein paar Mal erklärt, warum. Schutzsystem für Munitionsfähigkeit habe ich auch schon ein paar Mal erklärt. Und wir haben die Torpedos, dass wir schneller schießen können. Also, dass sie nicht schneller schießen können, sondern dass sie schneller fliegen, wie auch immer. Wie hast denn du es eigentlich rein und weg? Weil du hast die ja so gerne. Gar nicht. Ich habe die gar nicht ausgerüstet. Also, ich bin da ach, du hast die gar nicht sehr schmerzbefreit, was in den kleinen Stufen ist. Also, wenn man das Geld braucht, also ich finde, es wird nachher interessant. Ab 6 fängt das langsam an. 7, 8, 9, 10, da sind sie eigentlich. Die Verbesserung wichtig. Ich finde, da in diesem sind sie nachher nicht so wirklich kriegsentscheidend. Gesundheitsgibbel. Naja, sehen wir mal. Also nächste Runde sind wir, nächste Folge sind wir schon im 6. Bereich. Ja, wir haben AE, wir haben AP, wir haben, das finde ich mir komisch, 7 Kilometer Torpedos, Wasserbomben, Verborgenheit haben wir 6 Kilometer, also haben wir 1 Kilometer Luft. Naja. Wir dürfen löschen, wenn wir möchten. Wir haben Rauch und wir haben Motorboost. Wir können 39 Knoten fahren, das ist schon relativ schnell. Und 8,9 Kilometer Feuerreichweite. Torpedos habe ich schon gesagt, Nachladezeit sind 37,8 Sekunden. Das macht natürlich die Reichweite ein bisschen weg, ne? 37 Sekunden. Das heißt, ihr könnt in aller 30 Sekunden neue Torpedos. Schön. Das macht schon Spaß. 10.900 Trefferpunkte ist nicht allzu viel, aber das kennen wir ja schon mit den Zerstörern. Und wir haben Ladezeit der 120mm Kanonen, davon haben wir 4 Stück an Bord, 10 Sekunden. Ja, 4x1 Turm haben wir, genau. Naja, dann schauen wir uns auch mal an, wie es im Gefecht läuft. Ja. So, du bist schon bei A-Kleid drin, ich versuche B zu cappen. Ja. Ich habe hier erstmal gleich bei den Flieger. Von der Komsole Molens habe ich hier schon wieder diese Kistendinger hier. Ist da schon irgendwas entdeckt? Ja, da irgendwas. Ich bin gespannt, ob die gegnerische DD da durchfährt durch die Mitte. Ab durch die Mitte! Ich hab da so ein bisschen Schiss vor, weil. Der ist hier vor mir, der DD. Die sind beide hier oben. Okay, dann habe ich Ruhe. Wieso trifft der mich denn? Ey, hallo? Das gibt's ja wohl gar nicht. Seit einer halben Stunde unsichtbar, völlig anderen Kurs gefahren, der trifft mich trotzdem. Hallo Mädel, ist ja wohl hier. So, dann gucken wir mal, ob er dort ins Verderben fährt, die Piotr Wilki. Die Piotr Wilki. Naja, bremst, er lenkt ein. Schade. Er bremst und lenkt ein. Lenkt auch mal ein. Wie weit konnte wieder mal schießen? Ach komm mal. Ja. Nee, ich hab nochmal geguckt. Ach. Also, das brauchst du hier nicht fragen. Also, was du hier mit dem. Ernsthaft, der kommt hier mit der Nikolas rum und schießt auf mich. Was ist denn mit ihm? Was hat er denn geraucht? Ah, ich bin gegen den Berg gefahren, deswegen ist er so. Vermutlich. Bitte, Ricky, jetzt. Wieso ist er nicht auf dem Berg? So, ich hab B gekappt. Ich hab A gekappt. Und jetzt verziehe ich mich. Drück aufs Gaspedal. Bombe Cuculli ist auch da. Ja, siehst du wohl. Wir brauchen Deckung. Das ist dann daneben. Nikolas ist im Cap. Macht hier mal ein bisschen ärgerlich da. Ja, ich habe hier gerade andere Probleme.
kannst gar keine anderen Probleme haben. Und dein größtes Problem ist es, mich glücklich zu machen. Jawohl, ich habe verstanden, Chef. Ich schieße, Chef. Ich, sobald ich kann. Was interessieren mich die drei Schlachtschiffe, die hier auf mich zielen? Voll Breitseite. Ist mir egal. Stell dich nicht so weich an. Die treffen doch nichts. Genau. Ihr da ist auch hier super. Antrieb zerstört von der Nikolas. Oh, schickt Tops. Er hat auf mich geschossen. Er hat aber nicht mit meinem. Er hat aber nicht mit meinem. Feindliches Schlachtschiff gesichtet. Booster gerechnet. Kontrobulenz ist hier offen. Ich bin Feuer, bin ich nicht so unbedingt völlig in der Lage, ihn zu killen. Chef, ich habe ihn versenkt. Sehr schön. Sehr schön. So, ich unterstütze also, wenn ihr die Kontrobulenz hier mal irgendwie ein bisschen schießen wollt. Jawohl, Chef, ich bin unterwegs. Hey, getroffen. 561 Schaden. Und hier voll also, der Held. Iron Duke, was macht der Iron Duke denn da? Ich bin hier drüben alleine. Fällt dich fest? Fest. Er ist nicht festgefahren, würde ich mal also, ich bin weg. Ich habe gerade festgestellt, ich bin hier drüben ganz alleine mit der ganzen Crew. Wenn ich jetzt erst nochmal die Iron Duke rausnehmen da? Ihr müsstet mal mit hier rüberkommen. Wer nicht hören will, muss fühlen. Alles klar. Ich lenk falsch. So ein Scheiß. Ach, versuchst du den Flugzeug zu torpedieren? Ja, klar. Guck doch mal unsere New York und unsere Kur B an. Was macht. Was, ich gucke jetzt zum ersten Mal auf die Karte rechts. Was ist denn da los? In Führung. Mach jetzt nichts Dummes. Na, zumindest ein Treffer. Ja, da war ich gerade. Du hast, siehst ja, wo ich gestorben bin. An der Ecke. Ich verteidige einfach nur Maschinen B. Mehr brauche ich hier nicht machen. Punktemäßig liegt man weit vorne. Das kann sich schnell ändern. Wenn die König da oben stirbt, allein und die Emil Bertha. Ja, stimmt. Weil unsere New York und unsere Kur B hier unten rum. Eiern alleine ohne. Was ist das für ein Dampfer, ey? Was hat der Dampfer? Der ist natürlich in den Torpedo reingefahren mit ihm. Und die treffen mich diesmal aber nicht. Lenkt der ein? Ne, der fährt geradeaus, warte. Ich muss gucken. So, jetzt können wir erstmal ein bisschen was machen. Oh, Idee. Oh, die Queen hat jedenfalls geholfen, den blöden Flugzeugträger rauszunehmen. Der König wird auf alle Fälle von mir gelobt. König? Ja. Wie wird das denn? Weil das der Einzige ist, der hier drüben auf der Seite irgendwie versucht hat, was zu reißen. Jetzt ist er tot. Jo. Was willst du machen, wenn du alleine bist? Ja, yes, du kannst nichts machen. Aber wir sind von unserer Position, von meiner Position aus war die richtige Wahl. Nein. Wir ja, Deckung. Ich habe ihn nur erschrocken, dass ich da unten bei B bin, Richtung C fahre und dann auf einmal alleine da stehe. Alle. Ich habe ja, die ja dann auch gemacht. Die Bertin da, die ist ja auch nicht mehr lange her. Yeah. Er ist jetzt auch die ganze Zeit weggefahren, um jetzt wieder hinzufahren. Er war ja weg. Er hätte einfach wegbleiben müssen, aber jetzt fährt er wieder hin, warum auch immer. Oh, warte, Wahnsinn, ist ja nichts mehr hier. Weil er seine Torps raushauen will, geht er jetzt auch noch Breitseite. Na super, Held. Damit seine drei Torps darüber rutschen. Du weißt doch, Held der Arbeit. Und die Queen Mary ist Geschichte. Oh. Queen Mary? Mary für Schiff gewesen. Die Queen Elizabeth kenne ich. War die Queen Mary das Schwesterschiff von der Elisabeth? Hm, ich weiß nicht so richtig, wie ich schießen soll. Wie wär's mit der ja, Queen Mary? Hä, Queen Mary? Wieso denn Queen Mary? Das Vieh ist ein Vierer. Ja, eine Zitadelle entdeckt. Ja. Drei Schiffe Schiff versenkt. Oh. Schönes Schiff, aber hat er gut gemacht. Kann ich ja mal sagen. Ich weiß nicht, was das für ein Schiff ist, Queen Mary. Auch nicht. Ist das nicht eigentlich so ein Ozeandampfer, Queen Mary? Eigentlich schon. So habe ich sie nicht erinnert. Ja, die Jaguar ist weg. Alter, die Miyoki ist jetzt auch weg. Die kriegt jetzt gerade hier die Torps. Der fährt so schön rückwärts. Schnurrt wieder wie ein Schätzchen, Kapitän. Oh.
drück aufs Gaspedal. Ich muss jetzt erstmal hier den Weg wieder zurückfahren. Ja, sehr schön, Bari, du hältst dich gut. Und die Motocicli ist weg von der Kongo. Siehst wohl, Mike, das geht mit der Kongo was zu treffen. Guck doch mal bitte unsere New York und unsere Kobe an, was die da hinten machen. Die fahren jetzt da hoch, während alle Gegner da runterfahren. Die fahren Sightseeing-Tour oder so. Torpedos auf Steuerbord, das könnte knapp werden. Komm schon. Wieso bist du eigentlich immer entdeckt, Mike? Das ist doch halt doof. Du musst doch nicht immer entdeckt sein. Bin ja schon immer entdeckt. Wunder gibt es wirklich, der Sieg ist greifbar nahe. Ich habe eine Sichtentfernung von 6 Kilometer. Ich auch. Na, treffst du ihn noch? Du hast irgendwie nichts getroffen. Du hast nichts getroffen. Wie konnte das sein? Aber wir sehen gar nicht so schlecht aus. Mit unseren Geschichten hier. Nein, dreht sie hin. Dreht da. Ich sehe gerne, geht da lang, dann gehe ich doch mal da lang. Ich habe kein Torpedo drüber gemacht. Nee, das ist traurig. Ich habe bis jetzt 2 gemacht. Nicht viel, aber ein bisschen. Ich hab da letztens mit der, Forrest Sherman 5 Torp-Treffer gemacht in einem Game. Was? Das waren mehr, als ich in manchen Games mit der Shima schaffe. Ja. War ich auch ein bisschen verblüfft. Wir brauchen Deckung. Setz deine Nebelwand. Ich glaub, diese blöde Svetlana hier irgendwie. Oh, da ist Nebel, da fahren wir doch mal hin. Nebel. Hi. Er kriegt natürlich kein Tor, das war klar. Jetzt sehen wir natürlich Bede nicht mehr, ne? Das ist natürlich schwach. Das ist doof. Nebelwandgesetz. In der Suppe findet mich keiner. Mike hat Nebelgesetz. Für mich war es gut, weil ich entdeckt war. Maschinen gedrosselt, wir müssen Sprit sparen. Ich weiß nicht, wo er ist. Ich auch nicht. Du bist hinter der Insel rausgefahren aus dem Nebel. Das hat jetzt. Da ist er. Quasi so nah dran, dass er dich sieht, ja? Angezündet! Jawohl! Und sie brennt so schön. Jetzt ist er weg. Verdammt! Und er hat instant eingenommen. Und sind schon wieder die Torpedos auf den Felsen. Ja, ich weiß. Aber ich kann jetzt nicht mehr weg. Wenn ich jetzt wegfahre, findet er mich so oder so. Ah, der Top geht rein. Boom. Das siehst du wohl, geht doch. Hat noch jemand Interesse zu verhandeln? Ein Treffer, meine. Gott sei Dank. Hallo Kongo, na mein Schatz. Dankeschön für den Anschub. Das sind doch so. Ist das nett von ihm. Also ich fahr jetzt erstmal in C rein. Oh, stimmt, das brauchen wir nicht mehr, ist gleich vorbei. Wir fahren in C rein, dann habt ihr Kiste nochmal. Ich fahr auch rein, aber weiß du bist doch. Bist viel zu weit weggefahren. Das kann natürlich auch sein, dass ich da jetzt noch wieder Probleme kriege. Aber ich schaffe das vielleicht noch, kurz mit reinzukommen. Da krieg ich schon eine Salbe in die Deflinge rein. Jubi! Jawohl, angezündet. Oh, die zündet gut an. Das ist wohl. Jeder Schüssen Treffer. Ich schaff das nicht mehr. Und gewonnen. Wunder. Boah, eigentlich eine schöne Runde. Gut, ich habe ein bisschen dumm angestellt am Anfang. Aber am Ende ging's. Oh. Hallo. 2 Schiffchen, ein DD und einen Kreuzer. Freue ich mich. Fürs erste Mal. Hallo. Ist das doch in Ordnung. Oh. Ja, war nicht überragend, aber mein Gott, ne? Wir haben gewonnen, das zählt. Also, gewonnen. Einiges an Luck. Gibt's noch was Schönes von euch zu sagen zu Minikase? Also, ist eigentlich eins der ersten Schiffe, die Spaß machen. Und ja, es baut auf für die nachfolgenden japanischen DDs, die einfach nachher OP sind. Einfach OP. Die sind echt gut. Ja. Nee, die sind gut. Ich finde sie OP, aber gut. Niedrige Aufdeckungsreichweite, lange Torpedos finde ich richtig toll. Ja, so soll das sein. Aber dafür wenig TP. Genau. Ja, und halt die Geschütze sind scheiße. Und keine guten Geschütze. Genau. Ich habe aber ganz schön angezündet mit dem Ding gerade eben. Das hat ganz schön wehgetan. Ja, aber du lädst halt auch 10 Sekunden lange nach. Gut, 10 Sekunden.
hast ja recht. Ja, und wenn du dann gegen andere DDs guckst, die 3,5 Sekunden nachladen, da bist du schnell mal Geschichte, wenn ich so eine aufdecke. Aber die kommen ja, ja erst noch, die DDs. Die Haaland zum Beispiel. Ja, wir schauen mal. Wir schauen mal, genau. In der nächsten Runde sehen wir dann Diffuso, das erste 6er Schlachtschiff der Japaner. Ja, was gibt's noch zu sagen, außer ihr seid die Besten. Ich bin der Mike, bis zur nächsten Folge World of Warships. Haut rein, ciao, ciao. Ja, und tschüss. Ciao, ciao.